Er hat jedenfalls die Black Lives Matter-Bewegung gegründet, quasi, kann man sagen. Mhm, ja. Nee, das so, ist echt nicht witzig. So wie Hitler den Antifaschismus gegründet ja. hat. Der dachte, dass Eminem und Coolio die gleiche Person wären. Aha. Die Person dachte, dass Gangsta's Paradise von Eminem wäre. Ja. Das fand ich witzig. Aber der kann ja gar kein Gangster sein, der ist weiß. Ja, stimmt. So, jetzt haben wir den Podcast mit Soft Racism begonnen. Lell. Beweisen heißt es wohl asozialer einfach, oder wie? Das stimmt. Nee, Schöndorfer. Ah, okay. Ja. Eminem ist Schöndorfer. Nein, hallo, Leute, dass ihr hier seid. Ist das asozial, wenn ich mich jetzt hier zudecke und du nicht? Nee, du kannst auch ein bisschen Decke abhaben. Also guck mal, ich hab eine Strumpfhose an und einen Wollpulli. Ach, du bist also richtig ich Thermo. Ich bin cool, ich bin Thermo. Ich bin im Zwiebellook, aber ich entkleide mich nicht, weil es halt so kalt ist. Ja. Es ist minus 1000 Grad mindestens. Mindestens. Ich könnte auch hier die Tür zumachen, dann würde sich der Raum auch ein bisschen... Also hier ist mir gerade voll warm hier im gewärmten Radiostudio. Ja, okay, gut. Ja, also hier gibt es ja die No-Heizungs-Policy, beziehungsweise wahrscheinlich meine Mitbewohnerin nutzt ihre Heizung, aber also hier ist ja gar keine Heizung in diesem Raum. Ne? Nee. Da muss mir die Nachbarin, die hier an dieser Wand ist, eine Nachbarin, glaube ich. Müsste eigentlich, ja. Klopfen, hallo? Ja, machen Sie mal die Heizung ein. Es ist kalt hier. Dann strahlt das auch zu uns rüber. Nee, ach komm, wir machen Robert Huback sehr, sehr stolz. Nee, bei uns heizen aber auch die NachbarInnen nicht. Also oben, unten ist auch immer, also wir müssen auch selber ein bisschen immer heizen. Machen auch nur so auf 1-2 maximal. Aber trotzdem würden sie uns frieren. So, es ist ja so ein Altbau. Ach so, da, deswegen heizt so. Man. Ja, ja. Jetzt habe ich das erst verstanden. Also du hast ja eine Heizung hier neben dem Bett, ne? Das ist ja die, so praktisch. Die ist eine Weile schon nicht an. Also ich glaube, die geht doch gar nicht mehr. Die ist immer... Aber ich dachte, laut Mietschutz oder so musst du die Heizung im Winter mindestens auf Frostschutz stellen, damit halt das Rohr nicht einfriert und ja, so. Ja, ja. Dann zum Ausziehen gibt es wahrscheinlich keine Kaution. Wer weiß. Da friert überhaupt nichts ein. Der Sommer taut das wieder auf. Aber wenn keine Kaution, dann gibt es wenigstens einen Brennpunkt. Darauf könnt ihr euch sicher sein. Ja, das ist die einzige Konstante in meinem Leben. Um Etienne Gardet mal zu zitieren. Hallo Leute, ne? Wie ist es denn? Wir plänkeln hier nur so rum, aber eigentlich wollen wir euch ein saftiges Aloha von der Datenautobahn schicken, euch hier herzlich willkommen heißen in diesem wundervollen Podcast, der diesmal wieder mit unseren eigenen Stimmen funktioniert. Zum Teil zumindest. Ja. Der erste Advent ist für euch heute schon, ne? Stimmt. Wir können die ersten Kerzen anzünden und Türchen 3 öffnen heute. Wofür stehen diese Advents eigentlich? Also ich weiß, Kerzen und so, aber das muss ja irgendwo herkommen. Ist das da irgendwie an jeder Sonntag wurde Jesus irgendwie einen Zahn gezogen oder irgendein Scheiß wieder? Ich bin nicht christlich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendwie immer ein Nasenhaar raus. Ich weiß, keine Ahnung, ich kenne mich echt nicht aus. Woher kommt das Feiern von Advent? Bildungsauftrag. Anfangs, möglicherweise ab Mitte des 4. Jahrhunderts, eine Fastenzeit, die die alte Kirche auf die Tage zwischen dem Martinstag, 11. November, im ursprünglichen Terminfestleger, an dem Geburt Jesu gefeiert wurde, dem Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Also sag mal, haben die ihre ganzen Daten hier verkehrt? Was machen wir denn hier? 11. November, 6. Januar? Ist irgendwas nicht richtig. Die heutige Form der Adventszeit liegt im 7. Jahrhundert begründet, als Papst Gregor die Zahl der Sonntage von 6 auf 4 festlege. Dem Arsch haben wir das zu verdanken. Hallo? Weniger Freizeit, da danke auch. So ein Bastard, Alter. Was für unchristliche Zeiten, zu der ich arbeiten gehen muss. Da kommt irgendein Christ und sagt, wir haben jetzt einfach weniger Sonntage. Pisser. So läuft's in der Geschichte. Papst muss halt sein, ne? Wenn ich Papst wäre, gäbe es halt 30 Sonntage die mindestens. Woche. Also 5 die Woche und 2 Tage, in denen man so ein bisschen arbeiten darf, wo Läden offen sind, sonst ist alles Lockdown. Ja. Also wir machen ja quasi auch Fastenzeit, wenn wir die Heizung nicht bis fast gar nicht aufdrehen. Du fastest quasi deine Gesundheit und fastest. Ja, und ich faste meine Heizung nicht an und deswegen. Ja, ach so, verstehe. Ja. Die Anfastenzeit. Ja. Ja, schön. Das ist aber, oh, guck doch mal, die ganzen Zuhörer, die sind so mit ihrem Ohr jetzt am Empfangsbolzen angeklebt. Ey, das ist so geil. Ich muss trotzdem nochmal letzte Woche ansprechen. Es war anstrengend. Großen Respekt an alle, die es komplett durchgezogen haben, aber natürlich in erster Linie ein großes Danke an Tino, weil der hat da stundenlang ist echt so. Herumfuhrwerkt. Weil man, also das lag nicht daran, dass wir unbedingt so viele Stimmen haben wollten, sondern weil man immer nur in 6 Minuten Abständen quasi so Audio bearbeiten konnte. Und da obwohl ich Geld bezahle. Ja, das ist halt echt komisch.
Da haben wir aber gesagt, naja, wenn wir diese Not haben, machen wir eine Tugend draus und machen 20 verschiedene Stimmen. Ja. Dabei waren dann aber ein paar, die trotzdem hart sind. Und die allerschlimmste haben wir gar nicht mit reingenommen. Das werde ich noch als Outtake hochladen. Das war Kevin Russell. Ja, das ging gar nicht, ey. Da hat der Ersteller, also du kannst ja quasi auch selbst ein Modell machen für noch extra Geld und musst halt dann die Stimme quasi reinladen und eigentlich füttern. Und eigentlich nimmst du quasi von Leuten, die singen, die A-Cappella-Spuren, so viel du hast, und fügst die ein. Aber bei Kevin Russell muss irgendein, wahrscheinlich ein Onkels-Fan, wer sonst, wirklich einfach komplette Onkel-Songs mit Musik reingemacht haben und so, dass du halt während des Sprechens du noch die Musik im Hintergrund gehört hast. So ist, und dann immer noch das Schlagzeug und so und Gitarre gehört hast. Also echt dumm gemacht. Wahrscheinlich gibt es auch von Kevin Russell keine richtigen irgendwie A-Cappella-Aufnahmen, kann ja auch sein. Ja, es gibt sein Video, wo er so Statements gibt nach dem Unfall und so. Da gibt es so ein paar Sachen, aber ja. Ja, bei singenden Leuten nimmst du aber auch dann die Gesangsstimme und nicht nur, wie er spricht. Hätten einfach aufnehmen müssen, wie man kotzt, so 10 Minuten, hätte es auch hingekriegt, glaube ich. Dein Hass, Tino, dein Hass. Aber trotzdem waren sehr, sehr viele lustige Sachen dabei. Ich fand direkt die erste Paarung, glaube ich, die allerbeste, weil das auch einfach, also Lauterbach und der Drachenlord, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das ist einfach so ein Erfolgsrezept, wenn das ein echter Podcast wäre. Auf jeden Fall, das ist Alter. Genial. Und es war auch täuschend echt zwischendurch. Ne? Gerade weil ich ja manchmal auch den Duktus von Karl gesprochen habe, war es auch dann echt realistisch. Ich musste improvisieren teilweise. Ich habe ja viel ausprobiert. Es gab viele Stimmen, die nicht funktioniert haben. Gerade so englischsprachige Stimmen, die dann auf Deutsch gar nicht so klangen wie die echten, wie Trump, Peter Griffin und so und Homer Simpson. Die waren auf Deutsch jetzt eher weniger erkennbar, leider. Und ja, bei Homer Simpson musste ich auch so totlachen, Alter. Ich war so dumm. Und dann kam noch Toad die ganze Zeit rein, Alter. Also, Toad war geil. Ja. Da kannte ich auch schon vorher so Ausschnitte, wie Toad irgendwie Let It Go singt und so. Let It Go. Ja. Das ist schon sehr witzig. Ich glaube, das Allerschlimmste von denen, die jetzt drin sind, müsste Batman sein. Weil das ist wirklich fast kaum zu verstehen teilweise. Und es ist in dem Moment so eine übelst ernste Diskussion. Aber auch die Kombi, da war es noch eine tiefe Stimme. Darth Vader und Batman. Ja, genau. Aber Darth Vader ist witzig. Ja. Weil bei Darth Vader kommt auch irgendwie mein Ossel ein bisschen mehr durch. Da kriege ich direkt ein bisschen mehr auch so irgendwie. Aber ist mir allgemein aufgefallen, wenn eine Stimme ist, die echt eher so Ossied geklungen haben. So, das fand ich ganz witzig. Ja, das hat's ausgemacht. Ein sehr, sehr schönes Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn die ein oder andere Person, Julius zum Beispiel, hat gesagt, was mir viel zu anstrengend. Weißt du, Julius, da musst du dich halt mal ein bisschen mehr anstrengen. Das war nur für die Fans gedacht, die wirklich Ausdauer haben und so und alles dafür tun, um uns reden zu hören. Ja. Auch hinter ganz vielen Filtern. Wenn ihr das nicht geschafft habt, seid ihr keine realen Fans, muss man halt so sagen. Ne? Aber ich habe mir überlegt, wenn wir das nächste Mal halt Minderheiten beleidigen oder so oder kritische Wörter sagen, kommen wir nämlich gleich dazu, dann switchen wir einfach wieder in unsere KI-Stimmen und dann das ist eine geile kann Idee. Keiner rekonstruieren, wer das von uns wirklich gesagt hat. Eigentlich war meine erste Idee gewesen oder unsere erste Idee ist, wir unsere Stimme einfach tauschen. Aber es ist sehr aufwendig und du musst doch extra Credits zahlen, um halt irgendwie auch dann das Modell zu erstellen. Ah, das wäre auch witzig. Aber vielleicht zur 300. Ausgabe oder so würde ich es mir überlegen und das gönnen und das mal versuchen. Und eins noch, ich habe Super Mario auch probiert, aber es klang überhaupt nicht wie Mario, das war echt ein bisschen weak. Ja, der redet halt auch relativ wenig, ne? Da gibt's wenig Tonspur. Also es klang ein bisschen mehr, also es klang sehr wie der Mario aus dem Super Mario Film, weißt du? Den habe ich bis heute nicht gesehen. Der ist aber echt gut. Der ist gut. Was ich gesehen habe, ist Enter the Void, gestern erst. Ich hatte den jetzt bestimmt irgendwie 4-5 Jahre auf meiner Liste, dass ich den endlich mal gucken will. Aber das ist so ein experimentellerer Film, sag ich mal. Der spielt 2,5 Stunden lang in Tokio. Man sieht von Tokio zwar viel, aber man erkennt Tokio nicht unbedingt die ganze Zeit. Du musst ja wissen, als... Ich bin Tokio-Experte. Ja. Und ist von Gaspar Noé, von dem ist auch Irreversible, falls du den kennst, der ist Irreversible. Bekannt. Der ist bekannt, weil der so eine 8-Minuten Vergewaltigungsszene hat, die einfach alles quasi zeigt und so. Cool. cool. Naja, der ist dem neuen French, weiß ich gar nicht, wie man es nennt, Hardcore oder Rawness oder irgendwie, es hat so einen Namen, das neue französische Kino halt, das ist so richtig hart und hat jedes Tabu brechen wollen, das ist so Anfang. Arthouse. Nee, es ist ein Hardhouse. Also der Film, ja doch, witzig, der Film ist schon vielleicht ein bisschen Arthouse, aber schwer zu beschreiben, ich kann nur sagen,
Ich bereue auf keinen Fall, dass ich das gesehen habe. Ich freue mich, dass ich den gesehen habe. Mhm. Aber ich will den auch nie wiedersehen. Nicht, weil der so hart ist, sondern weil der auch irgendwie einfach so anstrengend ist. Viele Leute schreiben im Internet, dass der so nihilistisch ist oder so depressing, so dich so leer macht, einen Teil von deiner Seele wegschabt. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt. Aber das war schon... Hatte ich bei High School Musical auch. Es war schon eine... Ja. Es war schon eine einzigartige Erfahrung. Also das... Wer sich dafür interessiert, es sind viele bunte Farben. Es geht ein bisschen um Drogen und der Film ist die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive. Hm. Und, wie anstrengend. Naja, also das löst sich halt ein bisschen aufgrund von Gründen. Okay. Und es geht so ein bisschen um Tod und so. Oh shit. Es ist, das ist für einen Film ungewöhnlich. Ja, es ist sehr spicy, sag ich hast mal. Hast du den Film quasi dir auf DVD geholt oder hast ja, du ihn ja. gestreamt? Okay, verstehe. Auf Blu-ray. Okay, cool. Wenn nein, nein, natürlich nicht. Jetzt denken die Leute, ich würde mein teuer verdientes Patreon-Geld, was ihr mir schenkt, hier in Blu-rays investieren. Natürlich nicht. Das Einzige, was ich von dem Geld kaufe, ist Essen, damit ich überlebe. Danke für euren Support. Ich wollte dich gerade hier rausretten und halt nicht dich outen als hier Pirat. Nee, ich bin kein Pirat. Ich habe das auf Netflix gesehen und den Account kriege ich von anderen. Ah. Ja. Also ist auf Netflix zu sehen, der Film, ich ja? Ich glaube nicht. Schade. Nee, ich habe auch eine Empfehlung. Ja. Und ich weiß nicht, kennst du die Band echt noch? Oh ja, warte mal. Ist das, sag mal, weinst du? Du trägst keine Liebe in dir, weinst ja. du, alles wird sich ändern, Junimond haben sie gecovert. Ja, und dann gab es diesen Cover-Cover-Song von denen. Sag mal, weinst du oder ist das nur Wichse? Kennst du das? Von Slapney oder was? Nee, weiß ich nicht, von wem das war, aber das war bei uns auf dem Schulhof ganz großer Gag. Nee. Wir hatten nur, oh Gott, ich darf gar nicht mehr singen, aber es gab so ein, durch den Monsun so eine lustige Parodie. Wir sind, ich will es gar nicht aussprechen, ich fand es richtig, nee. Jedenfalls, die Band war ja so in den 90ern groß, 98, warte mal, 99. Warte mal, hey, warte mal ganz kurz. Durch den Monsun-Cover, aber ich weiß, dass da was gab. Ja, wo jemand aber, so... Wir sind auf den vierten Stock auf unsere Hoden aufgeprallt oder irgendwie sowas, sagt mir was. Und es gab... Nicht. Ist das wieder was anderes? Ich kann das mal anstimmen, was nicht so problematisch ist. Hässlich und fett, Spermaflecken, ja, überall im Bett, Mutter ja, doch, auf das Koks. Ist das. Ja, das fand ich auch schon ziemlich dämlich. Doch, das ist das, ja, aber da gab es halt diese Stelle, wir sind mit den Eiern aus dem vierten Stock aufgeprallt, Alter, das ist irgendwie ja, wahrscheinlich, so. Weil die so hoch gesungen haben, weil Bill noch ein Kind war, Alter. Ja. Naja, jedenfalls gut. Echt war so eine Band Ende der 90er, die halt sehr groß waren, die schon mit 15, 16 Jahren berühmt geworden sind. Mit, was ich nicht wusste, nicht selbstgeschriebenen Songs, die haben sich echt fast alles schreiben lassen. Assis. Und sie sind dann auch bekannt geworden durch einen Skandal, als sie dann, ich glaube, die da müssen ja schon vorjährig gewesen sein, nackig über die Hamburger Reeperbahn gerannt sind für Musikvideodreh und sowas. Und jetzt der Skandal. Und haben sie dann eben aufgelöst und gelten als einer der erfolgreichsten Teenie-Bands in Deutschland. Und echt? Ja. Ah, die Band. Genau. Ich war ganz kurz raus. Jedenfalls war 20 Jahre jetzt Stille quasi. Oh nein. Also echte Stille. Und Kim Frank, der Sänger, der ist als Regisseur und Filmemacher jetzt irgendwie durchgestiegen, oder schon in den letzten Jahrzehnten, und hatte sein Comeback gefeiert bei Böhmermann in der Sendung und hat halt zum ersten Mal wieder seine Songs performt. Als Promo-Move für eine Dokumentation. Denn die Band echt hat... rund um die Uhr halt gefilmt, während sie halt irgendwie unterwegs waren, Proben gemacht haben, als sie nackt rumgelaufen sind überall, minderjährig teilweise, muss man dann echt dazu sagen. Also man sieht auch nackte minderjährige Haut in der Dokumentation, aber zensiert. Ja. Da reden sie halt echt so wie Teenager, so über ihr erstes Mal, wie sie sich einwichsen, dass sie auf Dolly Buster stehen und so. Oh Gott, oh Gott. Und werden dann, und nehmen die Leute mit irgendwie in ein Hotelzimmer, wo dann draußen halt die Fans stehen vor der Tür, wie sie bei ihrem ersten Festivalauftritt mit Flaschen beschmissen werden, dass Kim Frank sogar eine Platzwunde hatte und so, die auch abbrechen mussten. Also es ist eine richtig krasse, aufreibende Doku. Und ich habe jetzt Teil 1 von 3 gesehen in der ARD-Mediathek. Das ist ein bisschen gefährlich, da reinzugehen, aber... Weil man ausrutschen könnte und plötzlich Musikantenstadel sieht, oder? Es ist gruselig, also es ist echt unübersichtlich, aber wenn man da einfach nur echt eingibt, oder aktuell jetzt noch auf der Startseite, kann ich sehr empfehlen, echt die Doku 20 Jahre später oder noch länger, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, ich interessiere mich halt nicht so für deutsche Band, Kultur und Filme. Aber ich habe Lola Rent mal wieder gesehen, weil ich mir das für mein Letterbox bewerten wollte. Ich habe übrigens Enter the Void und Lola Rent das gleiche gegeben, nämlich 3,5 von 5 Sternen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Nee. Das ist schon auch einer der besten deutschen Filme, muss ich sagen. Absolut zu Recht. Und sehr einzigartig, beide Filme. Und eigentlich Lola Rent sehr antreibend und Enter the Void sehr austreibend. Aber lass uns lieber
lieber weiter über... Kann man jetzt Kombination gucken vielleicht. Ja, einmal abwechseln, so 10 Minuten das, 10 Minuten ja. das. Lola Rent ist halt irgendwie halb so lang wie Enter the Void, aber egal. Lass uns lieber weiter über Musik reden, wo wir gerne angefangen haben, bevor wir in die richtigen Themen einsteigen, liebe Leute. Ja, ich weiß, ihr fahrt gerade schon auf der Datenautobahn und wollt die neuesten News aus Amerika hören, aber wir müssen vorher dazu kommen, dass ein großer deutscher Influencer einen neuen Song released hat, vor 2 Tagen, zum 1. Dezember, Mr. Trashpack. Oh. Und Alter, der Autotune-Sänger, ja. Der kommt heute schön in die Playlist. Er nennt sich Trashman. Ich weiß nicht, ob er sich Trashman aussprechen will, aber er schreibt es halt mit Doppel-N. Und dann ist es Mann wahrscheinlich, Trashman. Trashman klingt halt einfach ganz komisch. Und er hat, ich habe da halt ironisch Hype generiert zwischen mir und Herr Rodes die letzten 2,5 Wochen, weil er hat jeden Tag einen Short hochgeladen auf seinem Kanal. Mein neuer Song kommt. Und, also ich muss sagen, ja, bevor ich jetzt hier Kritik äußere, ich glaube, es ist schon sein bester Song bisher. Auch musikalisch ist er am interessantesten. Das heißt was? Es ist musikalisch halt eher so in Richtung Punkrock. Oder also so Pop-Punk vielleicht. Aber das hat er schon mal gemacht. Dann aber mit so ganz viel Autotune auf der Stimme, ja, was so richtig weird klingt. Ja, hier klingt es ein bisschen weniger Autotune. Vielleicht hat er es sauberer gemacht oder weiß ich nicht. Aber das Problem ist, dass der Text halt wirklich... Also ich sag dir jetzt, schreib mal einen Text darüber, dass es okay ist, wenn du Angst hast und dass du trotzdem dranbleiben musst und so. Das habe ich noch nie gehört, so ein Song. Ja, und genau das. Und ich habe den Chorus von Mr. Trashpack genommen, habe dich bei ChatGPT eingegeben und habe gesagt, schreib mal Strophen, die dazu passen. Mhm. Und das war weniger generisch als das, was Mr. Trashpack geschickt hat. Das ist auch geschrieben wie sämtliche Anime-Songs. So immer, du bist der Beste, hab keine Angst und du bist der Größte, wirst alle besiegen. Das hätten auch die Onkel singen können. Ja. Das ist immer so, ja. Aber ey, kein Hate, Mr. Trashpack, falls du hier wieder hörst und falls du uns irgendwie einen Song wegclaimst, weil wir hatten ja mal hier so einen abgespielt von ihm. Ja. Das war, glaube ich, dieses Nachts im Taxi oder Tatooine. Mhm. Das war noch so Cloud-Rap, ganz fürchterlich. Aber das ist eine Weiterentwicklung. Ja, das möchte ich Cloud-Rap ist halt Musik, die kann jeder machen, der kein Talent hat. Weißt du, gehst du auf Fiverr, bestellst dir irgendwie dann einen billigen Beat, machst Autotune und singst ein bisschen irgendwie lalalala, huiuiui, und dann hast du halt einen Song gemacht. Jo. Deswegen ist der Einstieg sehr, sehr einfach. Weiß ich nicht, dass das diskreditieren will. Ja, Musik ist ja für alle da. Ich finde das ja alles voll okay so. Aber ich kann daraus oft wenig rausnehmen. Aber ich bin gespannt auf den Song von Mr. Trashman. Ja. Es ist okay, wenn du Angst hast. Es ist okay, wenn du nicht weiter weißt. Ich weiß es nicht. Kennt ihr jemanden ein, der reinscheißt? Bleibt dran. Das ist manchmal halt der Preis. Was genau der Preis ist, verstehe ich auch nicht. Mach dein Ding. Bleib am Ball, irgendwie sowas. Bleib dir selber treu. Genau das ist halt echt nur... Ja, und dann am Ende wird noch Jim Carrey zitiert, was irgendwie auch als egal, aber es ist ein Lied. Impfung bringt dich um. Also man kann sich das anhören, ja? Ja. Ich will es jetzt gar nicht runterreden, aber der Text ist halt einfach aus der Konserve rausgeholt. Als ich bei Die Ärzte in Erfurt war, hatten die ja auch so Musik vorher gespielt, wie sie es immer machen, so, ne? Also einfach um das zu untermalen. Hm. Und da lief von Dritte Wahl der Song zusammen. Was auch so eine Parodie ist auf sämtliche Oi- und Punk-Songs. Wenn wir zusammen sind, wenn wir zusammen sind, dann sind wir zusammen. Und das ist halt, ja, sowas mag ich wieder, wenn es ironisch gemeint ist. Dritte Wahl zusammen ist ein Bonustrack, der nicht in die Playlist kommt, aber könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja. Ob ich es besser machen kann, werden wir am Mittwoch sehen, denn am Mittwoch lade ich selber einen neuen Song hoch. Ich bin gespannt. Es ist was ganz Besonderes. Und wahrscheinlich kommt eine Woche später noch ein neuer Song. Und die sind beide unterschiedlich. Deine Finger schon bluten, ja? Ja, deswegen, ich hatte eine Blase am Finger vom Gitarrespielen, aber nur einer dieser beiden Lieder ist mit Gitarre. Der erste, der jetzt am Mittwoch kommt, der ist nicht mit Gitarre. Und der ist auch quasi nicht von mir. Quasi. Wir werden sehen. Okay, ich bin gespannt. Ein Coversong quasi. Also es gibt viele Leute, die sich darüber freuen werden. Es gibt viele Leute, die da richtig angepisst sein werden. Wird es ein Onkels-Cover? Nein, es ist kein Cover. Okay. Den Text habe ich schon geschrieben. Ich habe den quasi auch gesungen, aber halt auch nur quasi. AKI oder was? Nee, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, ich will gar nicht zu viel fragen. Mal gucken, ob du nächstes Jahr auch dann bei Top Artists landest, bei Spotify. Bestimmt, denn jetzt ja. Ist ja für alle das Wrapped rausgekommen. Spotify Wrapped, alle posten es und alle beschweren sich darüber. Ich find's geil, ohne Scheiß. An dem Tag, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich alle meine Stories angeguckt bei Instagram, weil ich gucken wollte, was ihr für scheiß Musik hört. Mhm. Und teilweise war ich echt überrascht so, aber oftmals auch sehr
positiv überrascht und ich finde das sehr, sehr spannend. Das Wichtigste ist ja, dass Leute wie Jesse oder Imp uns posten als Top-Podcast. Das stimmt, das ist ja das Allerwichtigste. Das stimmt, ja, die Podcasts. Also ich hatte zum ersten Mal nicht Falco in der Top 5 tatsächlich. Ich hätte dieses Jahr wenig gehört. Du Hater. Ich hatte halt so die Ärzte, Ghost drin und sowas. Und die Top 10 Artists bei Deutschland haben mich auch nicht überrascht. Wir haben auf Platz 10 Sido, stabil, finde ich gut, Eminem, dann Drake, The Weeknd, Ayliva, kenne ich gar nicht, Luciano. Also ich erkenne hier direkt ein ganz klares Muster, außer Taylor Swift, die du als nächstes vorliest. RAF, Kamora erst noch, ja. Rote Armee-Fraktion, Kamora, Taylor Swift, genau, Platz 3. Ich dachte, er hätte sie auf Platz 1 getippt. Dann Bones MC, von dem ich noch nie einen Song gehört habe in meinem Leben. Und nicht. Und Apache 207, das also, ist aber klar. Das geht halt alles eher in eine Hip-Hop-Richtung. Das finde ich, ohne Hip-Hop jetzt haten zu wollen, das finde ich eine grausame Entwicklung. Aber das wird mal also, in 20er werden alle sagen, oh, die 2010er irgendwie, 2020er war voll die Hip-Hop-Epoche so, die Rap-Epoche. Ja, Hip-Hop ist vielleicht auch schwer gesagt, das ist halt, also Apache macht ja, glaube ich, auch eher so, nicht ganz Cloud-Rap, aber so in diese Richtung. Ja, so Pop-Rap, ja, Rap-Pop-Musik. The Weeknd kann ich mich noch mit anfreunden, dass der da ist, Taylor Swift. Ja, gut, die Swifties sind mir egal, aber finde ich besser als den Rest da und Sido, Eminem auf den hinteren Plätzen, das ist fast das gleiche Bild, was die haben. Ja. Kann ich mich auch noch am ehesten mit anfreunden, aber dieses typische Drake und Apache-Zeug, das ist echt nicht meins, sorry. Also ich habe auch nur von den Top 10 auch nur von 4 Leuten jemals was gehört. Das sind Apache, Taylor Swift, Eminem und Sido. Vom Rest kenne ich halt nicht einen Song, glaube ich. Also nicht wissentlich zumindest. Ja, aber es ist halt wie es ist, ich will darüber gar nicht so meckern. Für mich würde es auch anders aussehen, ich würde auch eher rockige Punkbands irgendwie auf der Spitze haben, aber oder Robin aus Terafu, der ja auch dieses Jahr sein Spotify seine Premiere gefeiert hat, aber du warst wahrscheinlich Platz 11 oder so und bist ganz knapp nicht reingerutscht. Ja, wahrscheinlich. Mit der Ranzen. Weil die Leute nicht oft genug meinen Instagram-Story-Post-Song in ihren Instagram-Story-Posts verwenden. Aber egal, lass uns doch mal über eine tolle Sache reden, wie zum Beispiel das N-Wort. Ja. Ich habe es ja schon angeteased. Du hast mir jetzt bestimmt auch eine KI-Stimme gegeben. Es gibt einen Streamer mit dem Namen Destiny, der einer der größten Streamer ist. Und der sagt eben jenes Wort, aber nicht irgendwie, sondern sehr, sehr witzig. Er sagt, er liest vor, wie einer im Chat sagt, ey, du hast neulich gesagt, liest er halt vor und dann sagt er, dieses widerliche Wort würde ich nie sagen, aber er hat es halt gerade gesagt beim Vorlesen. Ja, ja. Wo wir aber in diesen interessanten grauen Bereich kommen, in dem sich auch, wir hatten es nicht thematisiert, aber Gregor Gysi bewegt hat vor einigen Wochen, falls du es mitbekommen hast. Der hat es auch gesagt. Ne? Der hat nämlich in der Lanz-Sendung auch das gesagt und ist Lanz für ihn so ein bisschen so direkt reingesprungen und hat gesagt, ja, sie haben das jetzt im historischen Kontext verwendet oder so. Und er meinte halt auch schon, ja. Nee, ich nenne die so. er meinte, er dachte, dass er, glaube ich, Christentum oder so meint. Er wusste gar nicht, dass es sich auf das Wort bezieht. Ja, so. Und dann gab es einen kleinen Shitstorm, aber jeder weiß, dass Gregor Gysi der Letzte ist, der irgendwie was gegen farbige Menschen hat und so. Und deswegen ist der Kontext wichtig. Und ich hatte dir witzigerweise ja auch vor kurzem erstmal hier so einen Wikipedia-Artikel zu einem sehr, sehr guten Buch geschickt. Wie würdest du denn über dieses, das großartige Buch, die Erzählung von Josef Conrad, der Nigger von Narzissus, reden? Da atmest du ein. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, weil das muss, also, das ist ein historisches Werk und ich finde, du kannst es gerne anders sehen, aber ich finde, man muss da differenzieren können, sonst haben wir in der Diskussion, in der Gesellschaft ein Problem. Ich kann das nachvollziehen, also ich versuche es nicht auszusprechen, so prinzipiell, aber ich als weißer Mensch so, denke jetzt auch, er hat halt ausgesprochen, damit man weiß, worum es geht. Es ist für mich nicht schlimm, aber ich glaube halt, dass es für Menschen nicht so geil ist, die halt Betroffene sind, ne? Die halt, das sind so, also die halt Betroffene sind von diesem Wort oder es waren und es nicht mehr sein wollen. Mir wurde auch letztens bei Spotify... Ich finde, das ist halt eine interessante Debatte. Also man muss dazu sagen, bei Destiny heißt es so, ich kenne den nicht weiter, aber da hieß es schon, dass der privat das auch ganz gerne mal nutzt. So. Mhm. Und das ist dann ein bisschen was anderes. Aber gerade in dem Fall jetzt des Vorlesens, das ist halt in erster Linie witzig, aber ich glaube nicht, dass es in dem Moment für ihn irgendwie...
irgendwie, ne, er hat halt wirklich einfach nur vorgelesen, er hat nicht geschaltet vielleicht und das irgendwie abändern können wollen, machen. Es war eh auf Kick gestreamt, deswegen auch nicht so das große Problem. Also für ihn karrieretechnisch, weil auf Kick ist ja eh irgendwie alles erlaubt. Ja, das nächste ist halt, dass ich auch die ein oder andere Person kenne, die gerne mal Songs mitrappt. Und da kommen dann halt auch, und weißt du, das ist dann halt blöd, aber wenn das auch keiner mitkriegt und so, dann, weißt du. Wir sind auch wieder zu beurteilen, weißt du, das ist sicher auch so. Aber ich habe letztens halt mir Musik angehört von Georg Kreisler und so, so alte, halt, ganz alte Schinken, so aus den 20er, 30er Jahren und was weiß ich. Und da kam, und bei Spotify gibt es ja diese Funktion, dass du halt, dass die Songs vorgeschlagen werden oder danach gespielt werden, die so ähnlich sind. Mhm. Da kam auf einmal dieses Lied hier, das Lied vom Jim. Ja. Und ich bin kurz erschrocken. Und dachte. Ja. Ja, und dachte irgendwie, das war's die jetzt. Und es war halt auch ein scheiß Song, aber trotzdem dachte ich mir so, schwierig. Ja. Ja, das ist, ich bin da ja auch ein bisschen verbandelt, weil ich ein großer Fan der Tarantino-Filme bin und er hat auch schon mal oder mehrfach feurige Pamphlete drüber gehalten, weil er ja auch dieses Wort relativ oft in seinen Filmen verwendet, beziehungsweise seine Figuren es verwenden lässt. Ja. Und es ist halt schwierig. Erstens, wir sind natürlich auch weiß, ja, das sehe ich ein, aber es ist schwierig, das alles genau gleich zu sehen, weißt du, das ist nur, was ich sage. Das geht nicht. Oder bei YouTube letztens habe ich halt mir auch so, kennst du Klaus und Klaus? Ja, warte, die hatten einen Banger-Song, ist das der Eiermann gewesen? Eiermann, Feld auf dem Flur und sowas, glaube ich. Der Eiermann, Alter. Bauer Cotton Eye Joe und sowas. Und ich habe mir auch angeguckt, weil ich so ein bisschen geputzt habe zu Hause und da lief dann auch in der Warteschlange ein Song, der hieß dann so, der Riesen im Nieselregen. Das ist ja nicht mal ein guter Reim. Aber das gab's früher, weißt du? Das sind so Sachen. Ja, das ist. Unfassbar. Ja, wenn das so nonchalant verwendet wird und so, ist natürlich. Und das ist, glaube ich, auch weniger historisch relevant als hier so ein Buch. Wenn da irgend so ein Dulli sich hinsetzt und ein Lied schreibt, ist das weniger relevant als so ein historisch relevantes Buch halt. Ne? Genau. Und da kann man auch ein bisschen intoleranter von mir aus sein. Genau, und es ist eben auch so. Auch, warte, bei Pellkartoffeln und Dup-Dup, das ist so ein Hype-Song, der, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr auf TikTok richtig viral gegangen ist und überall Pellkartoffeln und Dup-Dup. Und da kommt es nämlich auch vor. Ja. Und wenn halt in so einem Schwachsinn-Song das ist, da bewerte ich das auch viel kritischer, als wenn halt jetzt entweder das irgendwie zitiert wird, wie Gregor Gysi das gemacht hat, oder das halt in einem literarischen Werk, vielleicht bin ich da jetzt auch ein Schnösel, wenn ich sage, so ein Buch ist wichtiger als Pellkartoffeln und Dup-Dup. Deine Ansicht, ja. Ja, und du hast. Ja, ich frage mich halt, ich habe letztens von einem Autoren gelesen, der heißt halt Lars Enwort mit Nachnamen. Das ist ein normaler Name. Das ist ein Nachname, Sino. Aber wie gehst du damit um? Ja, wenn du jetzt in eine Lesung gehst von dem und du wirst gefragt, wo gehst du, wessen Lesung gehst du eigentlich? Ja. Dann musst du halt sagen, ich gehe zu Lars. Es ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, es gab ja noch einen kurzen Fall vor, ich glaube, es war jetzt auch gar nicht so lange her, dass eine Familie in Bayern auch mit diesem Nachnamen irgendwie ein Produkt hat, ich weiß gar nicht, was es ist, Wurst oder so. Oh Gott, ja. Und die Firma heißt halt auch einfach genau so. Ja. Das ist erstmal auf dem Papier, okay, aber dazu haben sie halt noch so eine Figur, die so, also so ein Markenzeichen, was halt irgendwie ein bisschen klischeehaft aussieht. Ich erinnere mich, ja. Und da muss ich auch sagen, weil da wird auch gesagt, ja, was kann ich dafür, dass ich so heiße und das ist halt Familientradition, dass wir das so haben. Dafür kannst du nichts. Ja, aber, also das ist ja trotzdem eine bewusste Entscheidung, dass du das nutzt und, also du hast jede Möglichkeit, deine Firma zu nennen. Du musst sie nicht nach deinem Nachnamen nennen. Nee. Ja, und gut, das ist jetzt wahrscheinlich 100 Jahre her. Da war damals eine andere Zeit. Aber trotzdem wirst du, glaube ich, nicht so die Umsatzeinbrüche haben, wenn du dich jetzt vielleicht Nager oder so umbenennst. Oder Regen, oder kannst du einfach umdrehen, dass du Familie Regen heißt oder Regenfirma oder so. Ja. Das ist doch ähnlich bei dem. Bei dem Ort heißt Fucking. Ja. Der hat wie Fucking geschrieben wird. Und die haben halt eine eigene Biersorte, die heißt eben Fucking Hell. Und da gab es auch Leute, die dagegen geklagt haben, haben die auch gesagt, ey, Hell ist erstmal eine Biersorte, wenn der Ort Fucking oder Fucking heißt, dann dürfen sie sich auch so nennen, verdammt nochmal. Ja. Alles sehr schwierig. Naja, also da finde ich es weniger schlimm. Ist das da wegen den Christen oder warum ist das dann ein Problem? Fucking, weil halt einfach überall das Wort Fucking steht. Und ja, aber also in Deutschland. Hier ist es egal. Ist ja nicht so, dass die kleinen Sechsjährigen lesen und denken, oh, jetzt habe ich eine neue Waffe an der Hand, die ich jetzt in der Schule überall allen an den Kopf werfe. Das checken die doch gar nicht. Das nicht.
Aber wer es jetzt gecheckt hat, und das ist eine traurige Wende, nämlich im Fall Gil Ufarim, ja. Da ist jetzt die Bombe geplatzt. Er hat wirklich gelogen. Ne? Das war der jüdische Musiker, der in einem Dresdner Leipziger Hotel, weiß ich gerade gar nicht mehr, glaube Leipziger Hotel, ist aber der Einchecken und... Wie wir berichtet haben, vor mittlerweile über 2 Jahren, glaube ich. Genau, stand halt in der Schlange und so und wurde nicht vorgelassen und hat dann eben, ist dann rausgestürmt aus dem Hotel, hat ein Video aufgenommen von sich, wie er halt behauptet hat, dass der Rezeptionist, aber auch eben mit einer Schlange gesagt hat, nimm erstmal deinen Judenstern ab, so ehe du hier einchecken darfst. Ja. Und es gab halt riesigen natürlich Skandal und dann gab es auch dann Ermittlungen und so weiter, aber alle Augenzeugen haben gesagt, dass sie davon nichts mitbekommen haben. Wo ich auch noch gesagt habe, okay, natürlich können sie auch solche dummen Menschen auch irgendwie decken, ne, wenn die irgendwie sagen, ey komm, wir sind alle irgendwie so gegen, weiß ich, antisemitisch, decken die sich eben. Das war schon alles sehr sass, weil ja auch Aufnahmen erschienen sind, wo eben diese Kette gar nicht zu sehen war, von Ufarim. Und jetzt dann gab's, ist eben fallen gelassen worden und jetzt gab es halt das umgedrehte Urteil, umgedrehte Klage von dem Rezeptionisten, der wegen Verleumdung geklagt hat. Und es war jetzt ein langer Prozess und jetzt vor ein paar Tagen hat sich Gil Ufarim entschuldigt und gesagt, Herr W., ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Er hat es quasi eingestanden, dass er sich nur ausgedacht hat. Können wir das nicht einfach im Israel-Konflikt genauso machen? Herr Gaza, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid. Ich ziehe mich jetzt zurück. Und gleichzeitig sagen die Palästinenser, Herr Israel, ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid. Ich habe das mit dem Festival nicht so gemeint. Also müssen sich deiner Ansicht nach die Israelis zuerst entschuldigen, ja? Nein. Gleichzeitig. Ich komme auf die Kommentare. Die müssen das gleichzeitig sagen. Hätte das einfach, hätten die mal nicht dieses Festival da angegriffen, sondern hätten die einfach mal zu Israel gesagt, pack doch einfach deinen Judenstern weg, dann darfst du bei uns einchecken. Wäre auch ein Skandal gewesen. Hätte auch gereicht. Ja, es ist jedenfalls sehr, sehr schade und natürlich, was alle schon tausendmal jetzt gesagt haben, ne, ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die wirklich antisemitisch beleidigt werden und diskriminiert werden. Und jetzt bekommen eben, es wird eben viel mehr hinterfragt werden in Zukunft, wenn halt ein Jude oder eine Jüdin diskriminiert wird. Das ist halt sehr schade. Ich glaube, also das da wird doch, also den Juden geht es doch in Deutschland gerade so gut wie nie. Ja, genau. Das hat bestimmt viel geholfen jetzt, der gute Gil, der so heißt wie die Währung in Final Fantasy. Vor allem er jetzt, er ist ja Schauspieler und Musiker, der wird sich davon nicht erholen so schnell, glaube ich. Ja, was ich witzig finde, ich habe die Einordnung gesehen von Lachtel, Bachtel, wie heißen die jetzt? WWS? LBS Wiegel? WBS, ja. WBS. Wildebeuger und Sonnenbecker. Ja, klar. Ja. Stimmt. Und da heißt es, dass er, glaube ich, nur 10.000 Euro oder so Strafe zahlen muss jetzt. Das gab einen Vergleich. Also genau. Relativ wenig im Vergleich zu dem, was er bezahlen muss für den Gerichtsprozess an sich, weil er halt quasi verloren hat. Das wird wohl bis in die Hunderttausende gehen. Aber ich weiß nicht, wie sein Ruf kaputt geht davon. Ich denke schon, es ist schon kacke, sowas zu behaupten. Also seinen Status auszunutzen, den er hat. Ja, also Menschen, die jüdisch sind, die haben ja eh schon zu kämpfen. Und wenn er sich das dann auch noch ausdenkt, irgendwie, das ist. Und es gibt ja auch für den Betroffenen, den Rezeptionisten ja auch einen psychischen Schaden. Der muss das ja stimmt, auch erstmal bis heute in Therapie, habe ich aufhören gehört. Zu arbeiten, sich oder therapieren der, lassen, genau. Ich glaube, das war der Hotelbesitzer, nicht der. Aber ist egal. Irgendwie sowas. Das finde ich halt kacke. Deswegen, der Fail der Woche geht an Gil Ufarim. Du meinst also, seine Karriere ist zu Ende? Ja, vorerst. Ich denke, er wird sich wiederholen. Ja, geht eine ja viel so. Weitere Karriere, die zu Ende ist. Thomas Gottschalk? Nein, aber über den können wir auch gleich reden. Ja. Den haben wir ganz knapp verpasst, den Thomas, ne? Also der ist ja, also das die Wetten, das Show war ja Samstagabend, wir haben Samstagmittag aufgenommen. Ah. Das ist ganz knapp uns vorbei. Stimmt. Aber bevor wir auf den guten Thomas und seine komischen Reden eingehen, Remy Gaillard hat ein Video hochgeladen, das heißt Epilog. In diesem Video geht er in die Wüste und vergräbt all sein Social Media in einem Loch und schüttet es zu. Und wahrscheinlich ist das sein zumindest pränkiges Karriereende. Das hätten sie mit Goschek auch machen sollen. Einfach ein Loch graben, ihn reinschmeißen, mit dem Bagger einfach dann zuschütten. Ja. Ja, aber wer ist das jetzt? Den kennst du gar nicht. Nee. Remy? Remy Gaillard, ja. Hast du noch nie gehört? Ich kenne Revi, aber nicht Remy. Remy Gaillard, ja, der französische Nosferatu TV. Gibt es auch einen französischen Tino, mit dem man einen Podcast hat? Also, du kennst gar kein Video von dem? Der hat Mario Kart in Real Life gemacht zum Beispiel. Hast du auch gemacht, oder? Nee. Super Mario habe ich gemacht. Ja, sowas, ja.
Der hat, was sind so, Känguru ist, glaube ich, eins der, aber Känguru finde ich echt hart, weil da geht er zum Beispiel bei einem Golfer, der so gerade an einem Teich steht, geht er hinten an den Rücken und tritt dem halt Dropkick-mäßig in den Rücken und schmeißt ihn in den Teich rein. Das ist schon, also würde der das heute hochladen, würden alle sagen, holy shit, das geht viel zu weit. Das macht Aber das damals ist schon halt, Scheiße. es ist halt ein 20 Jahre altes Video und damals war irgendwie ein bisschen anders. Also das ist bis heute, Alter, der hätte dem die Wirbelsäule brechen können bei Ja, dem Move, so. voll. Also, Und er wusste nichts davon, der Typ, der da reingekickt nee. wird. Es ist halt so das Ding gerade in Frankreich, aber weltweit ist es ja so, die Golfer sind die Assis, ne, die Schnösel und so. Also gegen die Golfer geht er ganz, ganz oft. Ich gehe mal kurz auf den Kanal und gucke, was so die beliebtesten Videos sonst noch sind. Känguru ist das beliebteste mit 92 Millionen. Da siehst du halt direkt auch den Shot. Mario Kart, direkt das zweite Pac-Man hat er gemacht. Schnecke. Also Snail, Rocky, da geht er halt zum Beispiel, das wirst du vielleicht auch ein bisschen negativ bewerten. Hi! Hallo. Du siehst aus, als wäre es kalt draußen. Durchaus. Hi. Hi. Na? Hi. Ja, wir machen hier gerade Erlebnis-Podcast. Wer erzählt Erlebnisse? Na ihr, indem ihr so reinkommt. Hi. Hi. Auf jeden Fall bei Rocky, das wirst du wahrscheinlich auch kritisch bewerten. Da geht er zum Beispiel hinter so eine Fleischtheke, wo so ein tiefgefrorenes Stück Fleisch hängt und boxt dann da so Also ich Rocky-mäßig. verstehe schon den Gag daran, aber das würde ich nicht machen. Nee, Ja. ich kenne den nicht. Nee. Krass. Und er ist jetzt quasi in Rente gegangen, hat Der ist jetzt in Rente gegangen. ausverdient und. Ja. Also seine großen Videos sind halt auch eh schon sehr lange her so. Ich glaube, die krassesten hat er auch vor YouTube tatsächlich noch aufgenommen und dann hinterher erst da nochmal hochgeladen. Der hat wirklich, ich weiß nicht, 2000 oder sowas angefangen. Was er aber auch hatte, waren so Videos, die sind einfach nur Foot 2011, Foot 2012 und so. Und da sieht man, wie er so Trickshots macht mit dem Fußball und das war schon ziemlich crazy. Jetzt nicht mein Content. Und warum hört er jetzt auf? Gibt es einen Grund? Familie, Der ist über Cancel 50, Culture. also der ist, der Ah. wird vielleicht auch einfach alt sein oder so. Wobei ich mir sage, wenn du älter wirst, also vielleicht ist er jetzt in diesem, ich will nicht sagen Sweet Spot, aber diesem Negativspot, wo es nicht so geil ist. Aber gerade wenn du dann Rentner bist oder halt so richtig alt aussiehst, dann ist ja noch geiler, Leute zu verarschen. Er plant vielleicht sein Die Comeback. glauben dir ja alles so. Der ist senil und so, weißt du? Der plant sein Comeback vielleicht. Wahrscheinlich. Naja, gut. Dann kennst du Wirst du den es halt genauso nicht. machen wie er mit 50 irgendwann sagen, ich mache keine Pranks mehr und kein Twitch? Also vielleicht verändert, aber eigentlich kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Ich bin eh gespannt, wie das so abläuft. Ne? Jetzt, weil ja die ersten YouTuber und Twitcher ja auch jetzt alt werden, ob die ein Leben lang das machen werden oder ob das sich irgendwie nochmal wandelt, ob es auch irgendwas Neues dann krasses gibt, was man dann Ja, macht aber was soll denn zum Beispiel in der Gronkh jetzt Branche. noch ändern? So, der zockt halt gemütlich und Ja, tja, aber nicht jeder ist ja Gronkh. das stimmt. Du bist aber Gronkh. Ich bin ein bisschen Gronkh Oft. gewesen. Ich bin noch ein bisschen heiser. Aber das bin ich ja eh ständig. Ja. Ja, auch gegangen ist Alligator übrigens. Aber ist Alligator. ja das oder ist das Hatten wir wirklich. das schon letzte Woche behandelt? Ich weiß Nee, es gar aber nicht. der Wachsel hat das wieder reingewachselt und da war ich mir halt nicht sicher. Also ich habe das gar nicht mitgekriegt, ich verfolgte nicht. Aber Also ja, da war noch so, vielleicht ist es so ein Promo-Move denke oder ich auch so. eher. Also mir ist noch, glaube ich, wenige Tage vorher, als Alligator in Erfurt war, noch eine Karte angeboten worden, weil eine Person krank wurde und so. Und ich dachte aber, nee, irgendwie will ich da jetzt alleine nicht hingehen, weil es nur eine Karte war. Und dann war ein paar Tage später, hat er auf einmal alles schwarz gemacht bei Instagram, genau. Und hatte irgendwie auch seine Kanäle alle eingestellt und so. Und halt Rest in Peace solche Sachen geschrieben. Jetzt kommt eben das Trauerfeierlied raus von ihm, nochmal in einer Orchesterversion. Und auch damals im Video gab es ja irgendwie Alligator von bis. Und zwar bis 2023. Ja, alleine, dass er hier schreibt, 1989 bis 2023, also seinen Geburtstag dahin nimmt und nicht seinen Start der Karriere oder seinen Start als Ja, es wirkte Alligator, komisch. ist ein bisschen seltsam, muss Aber ich sagen. ich denke aber trotzdem, dass es nur ein Promo-Move ist. Er kommt zurück, wahrscheinlich mit einem großen Comeback. Ist auch witzig, wenn man Songs macht, die Comeback heißen und so. Finde ich mal ganz witzig. Aber alle drehen gerade durch, meinen, oh, er hört für immer auf. Was auch sein kann, ich will es gar nicht ganz krass ausschließen, aber ich vermute mal nicht. Ja. Das wäre ein krasser Move, wenn er jetzt einfach mit, wie alt ist er jetzt? Mitte 30 oder so, Anfang 30, Mitte 30? Ja, ich bin hier gerade bei einem Clip hängen Jetzt geblieben. schon seine Karriere irgendwie an Nagel hängen, das ist schon krass. Im Gegensatz zu Leuten wie Lindemann, die mit 70 noch auf der Bühne stehen werden und so. Oder Ja, auch die Ärzte. oder unter der Bühne in der Oder unter der Bühne stehen, Sackbox. genau. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, ich bin hier gerade bei einem Clip hängen geblieben. Genau hier habe ich ein Video gedreht. Also, das ist vom Kolosseum in Rom.
Und die haben da jetzt einen Skatepark hingebaut. Also genau hier habe ich einen Clip für das Rom-Video damals gedreht. Ich erinnere mich mit gerade an einen Gag aus der Echt-Doku, wo die Jungs irgendwie so sagen, lass uns mal ein Video drehen. Dann filmen sie runter auf dem Boden, wo seine Videokassette liegt und dann die anderen so dreht im Kreis. Fand ich witzig. I see, I see. Aber wer auch wahrscheinlich jetzt erstmal geht's. Ja, zum 30. Mal, ne? Das machen noch viele so. Ist Gottschalk. Der hat jetzt seine letzte Wetten, dass Ausgabe. Vorerst Die dritte zumindest. letzte. Das ist wichtig zu Vermutlich, sagen. genau. 2011 hat er die erste letzte gehabt. Und er wollte halt immer, also er wollte nie abtreten, irgendwie verbittert und so. Oder meckern, was hat er gemacht? Er ist genauso abgetreten, von wegen, ich kann nicht mehr im Fernsehen reden, wie ich zu Hause rede und so. Deswegen höre ich lieber auf, bevor ich noch einen Shitstorm kriege. Wie fragil kann man eigentlich sein, Aber ohne Scheiß? es gibt die in Good Faith-Interpretation dieser Aussage, dass er quasi anerkennt, dass er nicht mehr hinterherkommt mit dem Zeitgeist und quasi schon eher sich selbst kritisiert als Das hätte er ja auch so das. sagen können. Naja, also wenn man das so raushören will, kann man das so raushören, möchte ich einfach nur sagen. Ich glaube Nee. auch nicht, dass er es so meint, aber man Nee. könnte es so raushören. Mein Take ist, der ist verbittert irgendwie und kann nicht mehr irgendwie Frauen an Oberschenkel fassen, die Hat er ja einlegen und so. trotzdem gemacht, Hat er die gemacht, genau. Und dafür nichts mehr sagen und so. Und Alter, du bist ein alter Mann, der im Fernsehen von einem Millionenpublikum ist. Klar redest du nicht dort, wie du zu Hause reden kannst. Mache ich ja auch nicht. Ich rede ja auch nicht hier im Podcast, wie ich ja mit Familie rede und so oder mit meinen Ich Freunden. glaube auch einfach, dass das Entertainment-Programm insgesamt so viel breiter geworden ist und er halt auch ein bisschen irrelevanter, sodass man nicht mehr diesen einen Thomas Gottschalk und diesen einen vielleicht Günther Jauch oder so hat, sondern es sind so viele Leute. Ja. Also ich glaube, wenn es damals schon so viele verschiedene gegeben hätte, hätte er auch damals schon mehr Kritik bekommen für diverse Dinge. Aber weil er halt diese strahlende Fernsehfigur war, gab es da nicht so die Kritik. Ja, lässt er dann am Ende quasi von einem Bagger oder was ähnlichem wie ein Bagger weggefahren worden. Das fand ich ganz Das war schon witzig. Bagger, Wo Mike, nee, das war kein richtiger Bagger, es war irgendwie was anderes. Es war nur so ein Typ Bagger, aber kein Bagger. ja. Aber es hatte doch eine Schaufel. Wie wird Ich denn ein Bagger hab irgendwo definiert? gelesen, dass es was anderes als ein Bagger war. Da haben sich viele, viele Fans von Baggern aufgeregt. Jedenfalls ist Mike Krüger damit gefahren. Ja. Und er hat nicht gesungen, wurde mit einem Bagger. Das hat mich sehr aufgeregt. Ja, die beiden haben ja zusammen einen Podcast, der gar nicht so erfolgreich ist, weil keiner Ja, will mit die Reden Recht. hören. Natürlich nicht. Im Gegensatz zu uns. Ja. Und ja, also Thomas Gottschalk hat halt seine Abschiedsrede sehr um Thomas Gottschalk drehen lassen. Ja. Frank Elstner hat es dann geschafft. Elstner, Alter. Frank Elstner. Frank Elstner-Glanz hat es geschafft, noch, falls du das gesehen hast. Der hatte im Publikum gesessen und hat Ich halt habe es auch noch gar eine nicht Rede. gesehen. Ich habe nur Also, seine. ich habe mir die Reden zumindest angeguckt von beiden so. Und doch Frank ist halt wirklich so drauf eingegangen, dass die Sendung von den Leuten gelebt hat, die da waren, von den skurrilen Wetten und so. Und nicht, ah ja, wir wollen jetzt alle den Thomas sehen. Der ist ja auch nur ein fucking Moderator, das kann im Ja. Endeffekt jeder machen. Auch klar, ja, der Lanz ist so schlimm und so, aber. War er gar nicht, ehrlich gesagt. Ich fand es gar nicht so schlimm, wie alle gesagt haben. Also mein Lieblingsmoderator im Fernsehen ist bis heute Steven Gätchen. Aber ich kenne auch, glaube ich, nicht alle, die es da so gibt. Aber als Steven Gätchen Schlag den Raab übernommen hat, sehr, sehr viel besser als dieser, wie hieß der Oppenheimer davor? Oppenhövel. Ja. 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 Also, Steven, Shoutout geht raus. Ich war überrascht von, als Oliver Welke krank war von Heute Show, da hatte ja Till Reiners übernommen. Keine Ahnung, Und wie es ist. ich dachte immer, dass wenn Welke mal weg ist, dann gibt es sie heute schon nicht mehr. Aber Reiners hat das echt besser moderiert als Welke, muss ich sagen, für meinen Geschmack. Viel bissiger, ist viel frecher. Und deswegen, also ich hoffe, dass irgendwann mal Till Reiners die Moderation von Heute Ich Show hoffe, der übernimmt. Oliver stirbt. Das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Na gut, Biologie einfach austricksen. Ja, Opfernarrativ, Gottschalk Wer abgeschlossen. aber trotzdem stirbt, sind sehr, sehr viele russische Leute, sodass Putin jetzt ausgerufen hat und gesagt, ihr russischen Frauen, bitte, bitte, habt mindestens 8 Kinder. Ah, okay, muss nach. Ja, Jetzt ja. müssen neue Soldaten müssen nachproduziert werden. Das müssen wie die AfD hier, die halt ihren Fachkräftemangel auch nur mit mehr Bumsen und so lösen will, anstatt mal Leute aus dem Ausland reinzuholen, weil wir die ja jetzt brauchen, die Fachkräfte, nicht erst in 18 Jahren, wenn die arbeiten können. Ja, das ist ja Frühestens. also kein neues Phänomen, dass wenn der Wohlstand steigt und auch die Bildung, dass die Geburtenzahlen zurückgehen und dass wir das eigentlich mit Migration abfedern müssten. Das will ja dann irgendwie keiner da von den Leuten wissen. Ja. So. Ja, und Putin hat jetzt Angst um sein Volk quasi und kann sein, dass die dann irgendwann aussterben, weil es keine Russen mehr gibt, weil die alle gestorben sind. Und Ukrainer genauso.
Naja, aber die Ukrainer sagen, ich habe mal 8 Kinder. Das machen sie nicht. Ich will ihn jetzt auch nicht falsch zitieren. Er hat gesagt, as many as steht jetzt hier in der Überschrift. Ich habe mir den Artikel jetzt nicht hier reinkopiert, aber habt bitte so viele Kinder wie möglich, steht da ja drin. Ja. Ja, dann macht mal. Naja, ich weiß ja nicht, vielleicht kann man sich ja bezahlen lassen, sodass wir uns einfliegen lassen in Russland. Ah. Und ach, hier für alle Incels vielleicht, ne? Die oder so, ja. Eure Chance gekommen, liebe Incels, wenn ihr keine Frauen habt, kriegt ihr einfach nach Russland fliegen. Es gibt bestimmt viele Leute, die sich da freiwillig melden würden und die russische Rasse. Ja, da fehlen ja auch gerade jemand in Russland. Das ist schon. Ja, eben. Wo soll es denn herkommen? Oder plant Putin einen sehr langen Krieg und will deswegen, dass die Jungs, die jetzt gezeugt werden, 18 Jahren immer noch in der Ukraine darum pimmeln. Ja. Das ist sein Langzeitplan, der jetzt hier quasi offengelegt wird. Putin. Ich hab's auch wieder gelesen, dass die Russen auch wieder gerade sehr erfolgreich sind in der Ukraine und wieder mehr Land einnehmen und so. Nee, andersrum. Ja. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich hab das Gegenteil davon gelesen. Es ist alles sehr schwierig. Well. Undurchschaubar. Was auch sehr schwierig ist, ist Langlauf bei minus 19 Grad. Weißt du, was dem guten Lukas Bögel passiert ist? Nee. Dem ist etwas eingefroren. Der Pimmel. Ja. Bis zu minus 19 Grad. Langlaufstar friert bei Frost-Weltcup der Penis ein. Oh Gott, oh Gott. Also ist es denn jetzt dahin? Ist er jetzt für immer steif oder? Nein, ich glaube nicht. Lukas Bögel, ein Mitglied des deutschen Skilanglaufteams, beschrieb seine Erfahrung mit den eisigen Bedingungen, indem er erwähnte, dass er durch die Kälte zeitweise nur verschwommen sehen konnte, obwohl er eine Schutzbrille trug. Mein Optiker würde mich hassen. Sein Team. Oh, warte mal, das war gar nicht Lukas, dem der Pimmel weggefroren ist. Oder? Die kurioseste und schmerzhafteste Erfahrung machte jedoch der Schwede Kalle Halfvarsson. Ach, der. Der Langlaufstar und zweimalige WM-Silbermedaillengewinner berichtete, dass sein Penis aufgrund der extremen Kälte in der Schussphase des Rennens eingefroren sei. Die Blessur habe höllisch wehgetan. Ja, glaube ich. Ja, das ist jetzt keine Überraschung, ne? Wobei zum Beispiel Spritzen, wenn du in deinem Penis eine Spritze bekommen musst, da denken ja viele, dass es schlimm ist, aber ist es gar nicht. Also ich habe es noch nicht erfahren, aber ich weiß durch meine... Okay, Tino. Nee, aber ich weiß durch meine Arbeit, dass wenn du dich spritzen lässt, irgendwie das, weil der Penis halt nicht so krasse, also es tut nicht so doll weh, wenn du da gespritzt wirst. Ja, wer auch Frostbeulen hatte, ich glaube... Frostbeule, witzig. Ja, also Squid Game kennen wir ja alle. Squid Game The Challenge ist ja so das neue Ding, was kommt so mit echten Teilnehmern. Und da gibt es nämlich... jetzt diverse Klagen, denn Squid Game Reality, das ist krank, Teilnehmer wollen klagen. Habt ihr Squid Game nicht gesehen, die Serie? Also ja, also die haben da auch irgendwie schwer gelitten. Es war auch irgendwie, die haben sich weggefrostet und es ist ganz, ganz schlimm. Aber ging es nicht ein bisschen darum? Ja, die werden bestimmt auch vorher irgendwas unterschrieben haben oder so, dass es heißt, ihr könnt uns nicht verklagen. Weiß ich nicht. Ich gehe auch morgens ins Restaurant verklagt, weil es geschmeckt hat. Ja, aber jetzt bin ich halt interessiert dran, weißt du? Achso, kann auch Promo-Move sein vielleicht, ne? Ja. Wer weiß. Hier, unfassbare Szene. Squid Game The Challenge hat mich zur Weißglut getrieben. Ja, meine Güte. Wir werden sehen. Werde ich mir nicht angucken, glaube ich. Ich habe die Serie nicht gesehen, habe mich nicht interessiert. Das jetzt auch nicht, ohne es jetzt schlecht reden zu wollen, aber es hat mich nicht abgeholt. Du hast dir die nicht angeguckt? Nee. Ach so, ich dachte. Nee, Mio hat's geschaut und hat mir dann nochmal erzählt, was passiert so war. Das, deswegen so weiß das. Ich, wie es ausgeht und so, aber fand ich nicht so spannend für mich selber jetzt. Aber nichts gegen euch. Wer nicht irgendwas ist. Wer nicht so beliebt ist, ist Derek Chauvin. Ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird. Ach, Chauvin, ja. Chauvin, das ist der Ex-Polizist. Tot. Ist er tot? Ist er gestorben? Ich weiß gar nicht. Ja, oder nicht? Mörder von George Floyd in US-Gefängnis niedergestochen. Ach, heißt es, dass man da tot ist? Also, ich weiß also erstmal nicht. Stechen ist erstmal nur Stechen und man fällt zu Boden niedergestochen. Man kann ja hier nicht mal den Überschriften vertrauen, wenn der jetzt nicht tot ist. Jedenfalls der Mörder von George Floyd, der auch im Gefängnis sitzt in den USA, der wurde jetzt auch niedergestochen. Aber ich weiß nicht, ob er tot ist. Willst du es nachprüfen oder soll ich es kurz nachgucken? Ja, hier, wie heißt der mit Vornamen? Derek. Show, wie heißt. Ah, Derek war es. Derek, genau. Nee, also ich dachte, ich gehe nicht mal sofort davon aus. Ich dachte, der lebt noch.
22 Mal auf ihn eingestochen. Ich weiß nicht, ob der noch zuckt. Aber nirgendwo sehe ich hier, dass er gestorben ist. Oh, warte mal. Er stach drauf ein. Also hier steht jetzt auch noch nicht im Wiki, dass der tot ist, oder? Details. Derek Chauvin ist... Hey, der kann doch nicht noch leben. Was ist denn los mit dem? Der lebt noch, guck da. Also. 22 Mal auf den eingestochen. Okay, ja. Jetzt muss ich sagen, jetzt ist er ein Held. Also, er hat jetzt rehabilitiert, indem er 22 mit Messerstiche überlebt hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Er hat jedenfalls die Black Lives Matter Bewegung gegründet, quasi, kann man sagen. Mhm, ja. Nee, das ist echt nicht witzig. So wie Hitler den Antifaschismus gegründet ja, hat. Ja, quasi. Ja, und das ist, hat jetzt jedenfalls zu kämpfen gehabt im Knast und lebt offensichtlich noch. Das war jetzt eine große Meldung. Na, da bin ich mal gespannt, ob es uns zum 23. Mal stechen kommt. Na, das ist, ich weiß, woran es liegt. Das sind wahrscheinlich diese, das war kein richtiges Messer, das war wie dieses Scheiß, diese Gefängnisdinger da, weißt du, wo die da irgendwie eine Haarnadel nehmen und die an ein Stück Bambus kleben und das ist dann ein Messer bei denen. Au. Ja. Na gut, try again. Nein. Wer auch Sachen getried, aber hat aber jetzt gefailt, ist Elon Musk. Denn die Zahlen werden immer eindeutiger darum, dass er Twitter zu Grund und Boden ruiniert hat. Denn die Liste von Firmen, die nicht mehr werben wollen auf Twitter oder auf X, ist lang geworden. Selbst Lady Gaga hat gepostet nicht mehr. Genau, Visa, Etsy, Adobe, Lady Gaga, Swift, Mastercard mit McDonald's. Alle sind sie raus und auch viele weitere Unternehmen. Und der wie heißt das, der Wert von Twitter oder von X ist jetzt massig geschrumpft auf 11 Millionen nur noch. Ja, zeitgleich weiß Elon Musk sein Geld gut einzusetzen. Er hat nämlich zu Wikipedia gesagt, er gibt 1 Milliarde, wenn die sich ein Jahr, glaube ich, in Digipedia umnennen. Witzig. Hm. Ich hab mich gerade verlesen, das sind 8 Milliarden, die er noch wert ist, X, von 44 Milliarden. Das ist schon krass. Das ist ein gutes Investment gewesen bisher. Ja, ist ein guter 44 Mann. Milliarden, um Twitter zu einem Cesspool aus Right-Wing-Propaganda und Beleidigungen und Scheiße zu machen, was es vorher schon war, aber jetzt noch viel extremer. Ein Geschäftsmann. Also ich bin ja auch, also meine Bubble ist ja auch eher links, würde ich sagen. Ja, aber ich habe ja noch einen Twitter-Account. Wenn ich da drauf gehe, ich sehe halt, also klar, so offiziell, gut, jetzt sehe ich direkt erstmal eine Nackte, okay, was ist da los? Gleich. Nein, ich wollte da nicht drauf drücken, aber selbst ich, wenn ich hier so durchscrolle, möchte ich wetten, sehe ich jetzt hier... Das ist ja für dich. Gut, hier ist, ja, aber trotzdem ist bei für mich trotzdem viel dabei, wo Leute denken... Hier, was das Nazi-Propagandaminister Josef Goebbels photographed, as he finds out the photographer Alfred is Jewish. Okay, ja gut. Aber selbst ich krieg halt hier viel so, ja auch Bild-Zeitung und sowas, weißt du, krieg hier eher so Right-Wing-Scheiß reingespült. Trump. Ja, es ist wie es ist halt, ne? Ja. Guter Algorithmus, danke. Ich habe jetzt Blue Sky. Ich bin auch noch bei X drin, aber habe mir von einem unserer Hörerinnen oder deiner Zuschauer, weiß gar nicht, ob er auch den Podcast hört, kann ich seinen Namen shoutouten, weiß ich gar nicht, ob ich ihn gerade zu schnell finde. Aber du kommst ja nur mit einem Code rein, ne? Das ist dann wie bei SchülerVZ früher quasi, musst du eingeladen werden. Und ich bin jetzt eingeladen worden zu Blue Sky. Also wenn ihr mir da folgen wollt, folgt gerne. Louis Armstrong ist auch ein Blue Sky. Wegen der Musik, die er macht. Blues, geil. Okay, Blues, ja, okay. Mhm. Okay. Ja. Ich musste extra schnell nachgucken, wie der mit Vornamen heißt. Ich dachte, er war anstumpf wegen Blues, geil, aber Blues, nee. Ja, nee. Genau. Ja. Jedenfalls, ich habe doch einen X-Account, aber ich will ihn auch zu löschen. Nenn das nicht X, Alter. Du gibst dem Mann recht. Das ist Twitter. Das ist fucking Twitter. Weißt du, mir wurde das Deadnaming abtrainiert. Nee, nicht hier. Okay, Twitter. Es gibt noch einen großen Skandal innerhalb von Deutschland, und zwar das sogenannte Stadtpark-Urteil. Ich glaube, es war in Hamburg, ist mir auch scheißegal, wo es war, da gab es eine Massenvergewaltigung vor 2 Jahren. Mhm. Massenvergewaltigung klingt ein bisschen krasser, als es ist, so wie es beschrieben wird. Ja, wurde die Masse vergewaltigt oder hat die eine Masse 15-Jährige. Hat 15 vergewaltigt. Ja. Gott, oh Gott. Der klang gerade so. Nee, es war halt irgendwie so, dass erst 2 mit ihr in die Hecke sind und dann 3 und dann nochmal einer und dann nochmal 2 oder so, aber es waren nur irgendwie 9 Leute insgesamt. Mhm. Und sie war sehr intoxicated, sie hat 1,5 Promille oder so gehabt. Also was
also freiwillig in Anführungsstrichen, hat die schon mitgenommen oder wurde sie reingezogen? Nee, sie wurde schon reingezogen. Okay. Da war nichts freiwillig. Die wurden auch fast alle verurteilt. Mhm. Die Täter waren zwischen 19 und 23, hatten, glaube ich, fast alle Migrationshintergrund, was natürlich auch wieder so ein Pulverfass ist. Ist wie es ist. Ja, gibt's ja auch, klar. Muss es alles geben. Das sage ich jetzt nicht. Ich sage nur, ich gönne nicht den Leuten, die das leugnen, dass es sowas nicht gibt. Ja, und das Problem ist halt, dass sie sehr, sehr sanfte Strafen bekommen haben. Ich glaube, nur einer von denen ist in den Knast gegangen und fast alle wurden entweder halt freigesprochen oder es gab eine kleine Geldstrafe oder auf Bewährung halt bei fast allen so. Mhm. Und das hat natürlich auch wieder einen Ruck durch Deutschland gehen lassen. Ein Rechtsruck. Und so wurden dann auch jetzt wieder die üblichen, es fällt euch nichts Besseres ein, als Morddrohungen zu versenden. Gegen die Richterin ging es dann diesmal. Und man kann das auf jeden Fall kritisieren. Aber Morddrohungen, die sind langweilig, überlegt euch mal was Neues. Und Menschen doxen, das ist ja auch nicht das Richtige. Ja, so. Außer wollt den Leuten ein Stück Erdbeerkuchen vorbeibringen, dann geht hin, aber ihr müsst die Leute nicht outen. Und die Richterin, Gewalt gegen die Richterin wurde verhüllt ausgerufen und der Wunsch geäußert, sie möge selbst Opfer einer Vergewaltigung werden. Weil Auge um Auge, Zahn um Zahn und die Welt ist nicht mehr nötig, zum Zahnarzt zu gehen. Nee, ist nicht schön. Außer Friedrich Merz, der kriegt ja keinen Platz beim Zahnarzt. Ja, aber das sind alles negative Sachen. Lasst uns lieber über Positives reden, wie zum Beispiel den ausgedehnten Trailer zu Dragon's Dogma 2, der diese Woche erschienen ist und unsere aller Herzen hat höher schlagen lassen. Es war ein Fest sondergleichen. Wir haben wirklich unsere Vuvuzelas rausgeholt und zelebriert, als gäbe es keinen Morgen. Ja, ein Talos war zu sehen, Tino. Warst du auch so geil? Krass, ich hab's nicht gesehen, leider. Ein Talos. Mm. Kennst du das Spiel Shadow of the Colossus? Nee. Wusstest du, dass es mein Penis ist, der besagten Schatten wirft? Habe ich ein uraltes Zitat von einem 10 Jahre alten Video jetzt rausgehauen. Aber nein, es gibt einen Talos, das ist ein riesengroßes, so, es wirkt wie so eine, wie heißt das, so diese chinesischen Figuren, kennst du die? Drachen. Das sind auch so Staatsschätze, da sind irgendwie so 32 so Figuren, die in irgendeinem Tempel stehen, aus Lehm oder so. So sieht er aus. Okay. Du kennst das doch. So Lehmfiguren. Na, so Drachen meinst du? Nein, keine Drachen. Normaler Mensch. Ach so. Chinesische Lehmfiguren, historisch. Nicht Leben. Lehm. Vielleicht ist es auch kein Lehm. Vielleicht ist es irgendwie, weiß ich nicht. Aber die kennt man doch. Und das, ja, hier diese Viecher, Ach Alter. So, ja, diese komischen, wie heißen sie? Jade. Jadefiguren sind ja, das. Ja, die kenne ich, ja, die kenne ich. So, und das halt in riesengroß gibt's da als Gegner. Wie geil ist das denn? Witzig. Also wirklich krass, Alter. 100 Meter groß. Krabi, Digga. Und der läuft da einfach so lang und den bekämpfst du. Shut up and take my money, ey. Und es kam ein Release-Datum, 22. März, Tino. 22. März, oh, das ist so echt schon um die Ecke. Ja. Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 1 hat Chats Play quasi ins Leben gerufen. Mhm. Dragon's Dogma 2 kommt fast raus. Ich habe keine PlayStation 5. Ich raste aus. Scheiße, noch nicht. Ich glaube, nee, du weißt, wie teuer die ist, Alter. Ich weiß es nicht, ey. Mach doch einen MCM-Trick einfach. Zwei haben? Ja. Klauen? Oh, nee, ich dachte, er hat sie irgendwie steuerlich oder so absetzen können. MCM geht zu seiner Betreuerin, sagt, ich brauche XY, weil für meine Karriere wichtig. Dann geht die zum Staat und sagt, hier, der Mann braucht das und dann kriegt er das. Das ist doch geil, Alter. Ja, super geil. Da bin ich neidisch drauf ein bisschen. Ja. Ein anderer Trailer erwartet uns diese Woche. Deswegen bin ich sehr gespannt auf nächste Folge Brennpunkt. Denn GTA vielleicht. Nein, es wird auf jeden Fall 6. Die schreiben immer noch bei ihren Postings The Next GTA Game und so. Ja. Die haben nicht mit einem Wort GTA 6 erwähnt. Ich nenne es auch GTA Vice oder so. Oder die hören auch mit den Zahlen, machen jetzt einfach was anderes. Alpha Buchstaben, oder so. Ja. Kritische Zahlen wie bei Corona. Ja. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein Teaser von 30 Sekunden, sondern wirklich so 2 Minuten will ich mindestens. Und Dienstag müsste der, glaube ich, kommen. Hm. Und danach wird die Gaming-Welt wieder eine andere sein. Also ich call noch, dass es kein GTA 6 wird. Alter, Tino, du Zweifler. Aber ich schließe es ja auch nicht aus. Aber ich denke mir eher so, sie haben es noch nicht konkret benannt. Ich bin immer so ein bisschen sus. Vielleicht gibt es wieder so ein Nebenteil, wie halt Ballad of Gay Tony, sowas in der Art. Nee, Alter, Ballad, nach 10 Jahren können die nicht so ein Mini-Ding machen. Also Ballad so. Of Trans Diana oder es so. Es ist ja auch schon mehr oder weniger bestätigt, dass es eine Bonnie und Clyde ähnliche Geschichte wird. Eine weibliche Protagonistin, ein männlicher Protagonist. Nein. Doch. Krass. Die armen Spieler jetzt. Ich sehe schon wieder die ersten rumheulen. Dass man eine Frau spielen muss. Ja, ist so. Nee.
Also ja, gibt es auf jeden Fall. Natürlich, aber natürlich gibt es die. So, und zuletzt möchte ich noch eine Sache ansprechen. Ich fühle mich nicht repräsentiert. Nach 30 Jahren GTA, einmal eine Frau. Ich fühle mich nicht repräsentiert. Das stimmt ja vor allem gar nicht. In den ersten GTAs konnte man auch weibliche Personen spielen. Vielleicht keine Charaktere, aber Personen. Also die waren halt... Was San Andreas gab es irgendwie zumindest im Multiplayer gab es manchmal, ja, sonst halt nicht. Ja. Naja gut, bessere Parodie als GTA 6 wird wahrscheinlich nach wie vor Nordkorea bleiben. Da gab es nämlich noch so ein geiles Propagandavideo, wie Kim einfach nur eine Straße langläuft. Ja? Kim Frank von echt. Und also er läuft halt normal und dann ist da halt das Publikum, was auch immer wieder so nachjustiert wird, also es sind halt nicht 1 Million Leute, es sind so 2000 oder 3000 vielleicht, die immer wieder an einem anderen Punkt der Straße stehen und so in doppelter Geschwindigkeit so die Arme in die Luft heben und so richtig ihn feiern, weil der da einfach nur langläuft. Und das ist so witzig, Alter. Geil. Also wenn ich könnte, würde ich das in die Songplaylist reinbacken, aber geht der, leider der hat ein geiles Leben bestimmt, der Kim Jong-un. Ja. Der hat übelst krass wie so Rockstar gefeiert. Der ist der echt von Nordkorea, glaube ich. Oh ja. Ja, in diesem Sinne würde ich an der Stelle zusammenpacken mit meinen Sachen. Vielleicht hast du ja noch was. Ach, jetzt nichts Aufregendes. Also es gab noch irgendwie das... Ach doch, ich muss noch eine Cancel Culture hier vorantreiben, und zwar Müllermilch. Denn es gab immer die Gerüchte, dass der Chef von Müllermilch die NPD unterstützt, was man nie so richtig beweisen konnte. Ja, deswegen sind die so ganz weit oben, die NPDs. Was aber jetzt bewiesen worden ist, dass der Müllermilch-Chef sich mit Alice Weidel gerne mal trifft. Und zwar öfter schon. Haben sie sich wohl verabredet zu Abendessen und so und haben Sachen besprochen, privates Dinner. Und er kennt da keine rechtsradikalen Gesinnungen. Er hat noch kein Geld gespendet, aber er ist auf jeden Fall schon so auf dieser rechten Ebene unterwegs. Und deswegen wollen gerade sehr viele AfD-Gegner und Gegnerinnen Müller-Produkte boykottieren. Ich habe mir noch vor 2 Tagen, also bevor ich das wusste, habe ich mir noch so diese vegane Müllermilch geholt, um es zu probieren, wie das schmeckt. Mhm. War aber eklig. Jetzt habe ich noch einen Grund mehr, Müllermilch auf jeden Fall zu meiden. Ja, gibt es jetzt auch für mich keinen Grund, das irgendwie zu konsumieren, aber... Warum auch? Ja, Müllermilch AfD, da steht es direkt. Guck, ja. Ich wollte eigentlich Müllermilch-Produkte mal angucken, weil die Müller macht doch mehr Produkte als die Müllermilch. Oder? Kann schon sein. Machen die nicht irgendeinen Joghurt oder so? Ich habe die gern getrunken als Schüler, so das weiß ich noch. Ja, das ist Schmutz, das brauche ich nicht. Ah, Landliebe? Nee. Da gibt es ja auch nur Müllermilch ein, musst du wahrscheinlich Müllerprodukte eingeben. Ah, stimmt. Ja, Müllermilch ist ja quasi das nee, das Produkt. Nee, das war Autocomplete von Müllermilch AfD. Ja, noch Joghurt, Milchreis, genau, auch so mittellecker. Der Pudding, der vegane hier, Mousse Schokolade war ganz, ganz gut, muss man schon sagen. Tja, Tino. Es gibt noch andere. Wie dem auch sei. Und die LGBTQ-Bewegung wurde verboten in Russland. Ja, stimmt. Weil die wurde als extremistisch eingestuft. Also ich bin jetzt ein Aber das ein ist ja auch Teil des Plans, weil, also, wenn zwei Männer miteinander Liebe machen, dann kommt halt nicht 1 von 8 Kindern raus, was Putin möchte. Nee, das stimmt. Der will das einfach nur forcieren. Das ist ja vernünftig. Wenn die schwulen Männer das jetzt sehen, dass es verboten ist, werden die sagen, na gut, höre ich eben auf, ist einfach wieder hetero und stehe auf Frauen. Genau, so läuft es ja einfach. Gut, ich möchte bitte, bevor wir es vergessen, Trashman mit Es ist okay, wenn du Angst hast, in die Playlist einpflegen. Sehr und während gerne. Du das tust, kann ich schon mal philosophieren, was wir dieser Woche für eine Bewertung geben. Ich würde sie leicht höher ansetzen als letzte Woche. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was letzte Woche war. Aber so richtig Bängerwoche war es jetzt auch nicht, oder? Es ist okay, wenn du Angst hast, heißt es. Das ist halt auch so ein spärlicher Titel einfach. Nee, nicht Warteschlange, scheiße. Hätte er es einfach nur okay genannt, wäre es ein bisschen griffiger. Zu Playlist hinzufügen, Brennholz unter Musik bei Spotify. Link in der Beschreibung. Wer hat den Song geschrieben? Bin ich mal kurz gespannt. Mitwirkende Anzeigen. Dennis Pridanz und Philipp Benjamin Betz. Das ist er. Ich wusste gar nicht, dass der Philipp Benjamin heißt. Witzig. Philipp Betz ist er, aber da hat noch jemand anderes mitgewirkt, ja? Weil in seinen YouTube-Kommentaren. Ja, die Musik wahrscheinlich. In seinen YouTube-Kommentaren hat er geschrieben, hat er ganz alleine gemacht. Ja, einen Text bestimmt, aber wahrscheinlich wird die Musik irgendwie jemand gemacht haben, der sich auskennt. Ich tue, wie gesagt, von echten einen Song rein. Darf dir einen von denen aussuchen. Aber ich finde alle geil. Junimond. Kannst du mir den erklären? Also, ich habe den lange nicht gehört, aber ich habe den damals immer nicht verstanden. Warum ist es denn vorbei bei Junimond? Und warum ist denn, also Junimond ist so ein Kack-Neologismus. Neologismus? Ja. Naja, Junimond ist einfach nur wie so eine Art Kursenname. Du bist beim Junimond. Vielleicht, man kann ja so literarisch... Moment, nein, aber der sagt doch, es ist vorbei. Bye-bye Junimond.
Es ist einfach nur ein Name. Ich dachte, das ist... Der Junimond kann, ist... Wenn Nacht ist im Juni, dachte ich. Nein, das ist einfach dann... Er bezeichnet den Menschen so, mit dem er Schluss macht. Mein Junimond. Warum? Das ergibt ja noch weniger Sinn. Man kann das interpretieren. Das habe ich damals in der Schule gemacht, als ich gefragt worden bin, dass das lyrische Ich eine Partner hatte, der halt... und die haben sich im Juni getroffen, hatten halt irgendwie nachts halt Sex miteinander, ihr erstes Mal. Und dann haben sie halt irgendwie... Hat den Junimond genannt. Mein Junimond. Okay, also es heißt halt wirklich nicht bei Junimond, sondern bei, Junimond. Naja, es ist vorbei. Bye, bye, Junimond. Sagt Tschüss zu ihnen, machen Schluss. Ja, okay. Und hat Rio Reiser schön geschrieben. Das ist ein schöner Song. Und von echt gut gecovert. Ein echt gutes Cover. Na gut. Was geben wir der Woche jetzt? Eine 6? Warte mal, spontan, ich muss ganz kurz gucken. Spotify Wrapped ist ja gerade auf jeden Fall am Rumlocken. Aber das ist ja immer, das ist ja nichts Überraschendes. Wir hatten das Abschied, George Floyd Mörder ist erstochen worden, zwar nicht tot. Dann hier Gil Ofarim, ist auf jeden Fall eine riesige Bombe, die geplatzt ist. Ja, also für Mr. Trashpack würde ich halt die 6 geben, aber höher würde ich glaube ich echt nicht. Und es gibt noch ein WhatsApp-Update, aber ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, worum es geht. Irgendwie wollen die Geheimcodes einführen, dass man wohl wie bei Telegram keine Nummer mehr braucht, sondern man kann auch einfach einen Nutzernamen irgendwie haben. Okay, wow. Das wird ganz cool werden. Ja, dann gehen wir auf, ich würde auf 6,5 gehen. Ich fand die Woche schon irgendwie krass. Na gut, gerade, aber nur wegen Mr. Trashpack. Gerade weil ich nur zu Hause im Bett lag und krank war. Nee, stimmt. Und so. Wir gehen auf 6,6 wegen Dragon's Dogma. Das habe ich schon wieder vergessen. Okay, sehr, sehr gerne. 6,6. Dann hört gerne unsere Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify. Einfach suchen. Ja, ihr braucht die nicht suchen. Auf YouTube zumindest ist die verlinkt. Und wenn ihr irgendwie auf Spotify hört, das ist ja auch nur ein Katzensprung. Und noch als Update noch, der Brennpunkt Internet. Wir haben jetzt schon 90 mal 5 Sterne gesammelt. Geil. Vielen Dank, Leute. Guck, das hier ist ja echt ganz schön nach oben geschossen. 90 mal 5 Sterne. Wir sind der bestbewertete Podcast aller Zeiten. Vielen Dank. Ach, kannst du eigentlich diese Beschreibung ändern? Ich will nicht mehr Parteigenosse sein. Kann ich machen. Das ist ja auch uralt. Ja. Parteigenosse. Da muss ich was anderes hinschreiben, Tino. Also, das war ja immer das Ding, dass ich halt nichts kann und du hast... Ja, Multitalent-Robin aus der Raum. Ich kann nichts. Ich bin ja sehr... Nein, aber also gut. Sehr bescheiden. Ich war Multitalent. Halt schreib das hin, ich kann nichts. Ich glaube, das war schon ein bisschen ironisch, weil ich habe halt eine Sache, nämlich YouTube, und du hattest halt eine Partei, dann bist du Sexualtherapeut, dann bist du Schauspieler. Pädagoge. Bist, ja, meine ich doch, weißt du. Und ich mache halt YouTube. Das ist doch gerade witzig. Und ich mag auch, dass wir dasselbe Bild noch haben. Ja, ich finde das gut. Ich mag das. Ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr gutes Bild. Auch das Mikrofon haben wir noch nie verwendet, aber natürlich nicht. Das ist halt so ein Guitar Hero Ding. Ja. Naja, gut. Vielen Dank für die Treue, liebe Leute. Ja, danke für die Bewertung. Das ist ja super sweet. Ist auch, glaube ich, verdoppelt worden jetzt irgendwie. Also ich habe da vor einem halben Jahr mal reingeguckt, aber das ist halb so viel. Ich kann nochmal ganz kurz gucken, wie viel die Brennholz-Playlist eigentlich für Likes hat. Ja, also danke für jede Bewertung. Oh, ist das sexy von euch. Wascht euch. Wascht euch, bleibt gesund, eine schöne Weihnachtszeit. 35 Likes auf die Playlist. Zu Recht. Immerhin. Das toll. Also jetzt mit Mr. Trashpack in der Playlist wird das auch verdoppelt. Ich denke auch. Gut. Geil, dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal und dann bis zu mir. Boah, die Musik ist so laut, ey. Ich krieg hier wirklich Übersturz. Alter, aua. Dick einpacken und Ingwer-Shots trinken. Ja. Tschüss.